Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Lego City Undercover. Ja, wir müssen jetzt hier das Auto klauen. Komm her. So. Jetzt werden wir hundertprozentig verfolgt. Ware, den gestohlen waren, zu Shens Shopplatz. Oh. Hey, Chase. Stimmt es, dass du jetzt zu einer Gang gehörst? Ja, das stimmt. Ich arbeite jetzt für Chan Chuang. Dass du sowas tun würdest! Und ich hab dich bewundert, Chase! Oh, chill doch mal. Ich hasse dich. Ach, Honey. Nicht in echt, Frank. Du erinnerst dich, dass ich verdeckt arbeite, um herauszufinden, wo sich Rex aufhält. Ja, klar wusste ich das. Musst du wenigstens die Glückwunschkarte zum neuen Job nicht unterschreiben? Hör mal, Chan wollte, dass ich einem seiner Rivalen eine Karre klaue. Dieser Rivale ist nicht gerade unbescholten, aber er sollte trotzdem entschädigt werden. Meinst du, du kannst das mit den zuständigen Leuten klären? Klar kann ich das, auf jeden Fall. Ich habe mal eine total wichtige Nachricht von der Bürgermeisterin zur Bürgermeisterin gebracht. Okay, ich schicke dir jetzt die Details. Bis bald, Frank. Ey, der Kerl, ne? Wie kann man eigentlich so ein Hohlbratzig sein wie der? Wieso bin ich jetzt eigentlich nicht mitten durchgeflogen? Wäre doch viel, viel sinnvoller gewesen. Ach, cool, schon fertig. Zack, wahrscheinlich einmal umlackieren. Leuchtet mir wieder ein Rufsymbol, drückst du, um den Anruf anzunehmen. Gute Arbeit, Fahrer. Man kann sich also tatsächlich auf dich verlassen. Und das ist gut, denn ich brauche jemanden, der zum Limousinenladen geht. Da läutet die Alarmanlage. Ich würde Feng oder Li schicken, aber die sind eingebunden. Wie oft habe ich euch gesagt, nicht Seilhüpfen zu spielen? Was ist mit dem alten Mann, der im Limousinenladen arbeitet? Oh. Ich musste ihn feuern, da er mir zu vertraut wurde. Eigentlich schade. War mein Vater. Falls du wen im Laden vorfindest, dann kümmere dich drum. Du weißt, was ich meine? Ah, ja? Oh, und denk dran. Meine Kunden legen sehr viel Wert auf ihre Privatsphäre. Also schnüffel da nicht rum! Würde mir niemals einfallen. Also soll ich auf jeden Fall da rumschnüffeln. Was macht er noch da drin? Ninja? Eins, zwei, drei. Was für ein Ninja? So. Hey, warte mal. Oh. Oh Mann. Komm, bleib stehen. Bin auch ein Ninja. Nimm's zurück mit dem Ninja. Oh Mann! Vor allem, wie nett ist, dass er noch auf mich wartet.
Das war seltsam. Und hepp. Chase! Oh. Natalia! Ich dachte, Chans Leute wären hinter mir her. Stimmt auch irgendwie. Ich ermittle verdeckt in seiner Gang. Aber warum warst du in seinem Büro? Ich versuche, meinen Dad zu finden, Chase. Was? In einem Aktenschrank? Nein, nein. Aber kurz vor seinem Verschwinden hat man ihn in eine Limousine einsteigen sehen. In eine von Chan? Glaub schon. Aber alles, was ich in Chans Büro finden konnte, waren leere Geldsäcke aus dem Papalardos. Das Papalardos? Ja, die Eisdiele mit dem Wagen, du weißt schon. Ja, ich erinnere mich. Wenn Chan für Vinny Papalardos Gang arbeitet, arbeitet Vinny dann für Rex? Hey, wo willst du denn hin? Chan muss meinen Dad irgendwo anders festhalten. Warte, das ist zu riskant. Ich finde deinen Dad. Das ist ja wohl das Mindeste. Ich lasse nicht zu, dass du meinen Dad in Gefahr bringst, nur um deine Fehler wieder gut zu machen. Ich mach das doch nicht deswegen. Freigeschaltet, Kapitel 6. Das bleibt in der Familie. Ja, entscheide jetzt mal, was du mir anzeigen möchtest. Parcours. Ach, warte mal. Ja. Was hast du in meinem Büro gefunden, Fahrer? Nichts. Muss wohl ein Tier gewesen sein, das den Alarm ausgelöst hat. Ein störrisches zudem. Och, schon wieder? Du solltest doch keine Karotten da drin lagern, du Idiot! Keine Sorge. Niemand weiß, dass du für Vinny Papalardo arbeitest. Fantastisch! Was? Du warst an meinen Unterlagen! Tut mir leid, ich konnte nicht anders. Aber wow, Vinny Papalardo ist ja ein echt schlimmer Finger. Kann schon sein. Aber im Gegensatz zu mir braust er schnell mal auf. Was? Ich habe ein sehr sanftes Gemüt. Du bist gefeuert! Außerdem traut er niemandem. Besonders seit seine rechte Hand, Mo, eingebuchtet wurde. Vinny wäre sicher dankbar, wenn ihm da jemand aus der Patsche helfen würde. Allerdings! Du könntest einen Gefangenentransporter klauen und Mo dann vor dem Gericht einsammeln, wo heute seine Verhandlung stattfindet. Warte mal! Willst du dich etwa seiner Truppe anschließen? Du bist mein Fahrer! Nicht mehr lang. Wenn ich Mo rausboxe, könnte mir das den Weg in Vinnys Gang ebnen und mich etwas näher an Rex ranbringen. Hey Chase, wie kann ich helfen? Was weißt du über Vinny Papalardos rechte Hand? Mo De Luca? Er ist eigentlich gar kein Krimineller, sondern nur Vinnys Cousin. Weshalb steht er dann vor Gericht? Lass mich nachsehen. Wow, 412 unbezahlte Strafzettel. Ein paar Knöllchen? Dann wäre es also nicht so schlimm, wenn er nicht eingebuchtet würde. Was hast du vor, Chase? John arbeitet für Vinny und der wiederum arbeitet für Rex. Da bin ich mir sicher. Aber um an Vinny ranzukommen, muss ich sein Vertrauen gewinnen. Indem du Mo De Luca rausboxst? Wenn das mal kein Ärger gibt. Das ist meine einzige Spur. Kann ich mir hier irgendwo einen Gefangenentransporter borgen? Frag mal Chuck. Du findest ihn hinter der Polizeistation. Ich sag ihm Bescheid. So, warte mal, was haben wir denn jetzt hier schon wieder Cooles? Oh Mann, können wir alles noch nicht aktivieren. Sieht mir so nach Teleporter aus oder so. Auch das nicht aktivierbar. Schade. Warte mal, machen wir das nochmal gerade hier? Mach die Bright. Peng. Das geht dann ja. Irritier mich da nicht so. Lauf woanders lang, bitte. Und last one. Oh, geht daneben. Und hepp. Yay! Wie viele Bälle habe ich eigentlich? Habe ich jetzt 3 Bälle oder?
Drei Bälle, drei Versuche. Und 25 Sekunden. Vier von neun. Okay, alles klar. Fünf Stück fehlen noch. So, was haben wir hier? Da habe ich ja noch mal Schwein gehabt. Okay. Ist einfach nur was hier. Mhm. Wo muss ich jetzt hin? Chill mal. Was kann man hier denn bauen? Furchtbar freier Fall. 40k. Okay, ich finde mehr Steine. Ja, ist ja gut. Oh, cool. Kann ich damit fahren? Haha, wie geil. Ey, da ist noch ein Auto. Wo muss ich hin? Da. Ach, ich liebe solche kleinen Sachen. Ich finde das einfach nur geil. Ich finde sowas einfach nur genial. Hey, wo läufst du hin? Bleib stehen. So, ich brauche eine Karre. Hier, die gelbe. Nein, den dicken. Nein, den. Polizei, ich brauche hier einen Wagen. So, dann wollen wir mal hinfahren, da wo wir hin müssen. Ja, ist ja gut. Oh, hier sind noch mehr. Cool. Hey. Vorsichtig. Oh. Okay, wir müssen. Ach, stimmt. Ah, ja, jetzt weiß ich, wo wir hin müssen. Ja, ja. Oh, Mann, Mann, Mann. Ich vergesse auch echt die Hälfte heute. Heute ist, glaube ich, richtig schlimm. Ich gehe mir den ganzen Tag so, dass ich irgendwelche Sachen mache und dann irgendwas... Warte mal eben, das war gerade sehr auffällig. Aber gut, sag mal, das ist ziemlich auffällig hier. Noch hier wieder so ein Teleporter-Ding. Was meinte sie nur? Nein, das. Hör mal auf. Oh Mann, irgendwie ist mein Controller. Das nervt mich langsam, ne? Irgendwie spackt der Controller manchmal rum. Das nervt tierisch. Haben wir auch noch irgendwie eine Leiter? Oh, warte mal, ne, hier ist wieder so eine Kletterwand. Dafür brauchen wir. Warte mal. Hallo? Ja, können wir das nicht machen? Geht das nicht? Warte mal, ist unser Auto gerade hier im Weg oder was? Ich muss ziehen. Oh Mann, Alter, steh doch nicht so dumm rum, ey. Weg. Wir müssen ziehen, auf jeden Fall. Ah, jetzt haben wir es. Alter. So. So, dann müssen wir hier lang. Wow. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Hallo. Habe ich die Wasserrechnung nicht bezahlt? Nee, hast du nicht. Da auch noch ein Stein oder? Nö.
Aber hier ist noch einer. Zack. Hallo, spring da rüber, ey. So, jetzt aber. Iron Bag. Platz machen. Auch die Polizei muss Platz machen für mich. Ach, Quatsch. Oh, kleiner Schisser bist du, ey, mein Freund. So, hier wollen wir mal rein. Mal gucken, was wir machen. Hör mal auf zu laufen, ey. Negoziert die Polizeistation 0 von 10. Ah, ja. Sicher. Ich weiß auch nicht, was das heißt. Zurück zur Schulbank? Spezialauftrag? Oh weh, ich hab mich jetzt gerade zurückgesetzt, ey. Dann krieg ich die Krätze. Ich bin einfach nur in der... Noch zwei Festnahmen diesen Monat und ich gewinne ein Waffeleisen! Wie geh ich raus? Achso, ich bin jetzt einfach nur in... Ah, okay, jetzt verstehe ich. Eins von vier, okay. Was bitte soll ich denn hier mit Sprengstoff machen? Aber wird er mir ja gleich sagen, wo ich hin muss. Was? Bis wir die Kamera wiederfinden, sollen wir die Gesichter der Leute für Fahndungsfotos fotografieren? Ja. Na, dann. Cool, einen goldenen Stein. Ja. So, was können wir hier oben denn noch Schönes machen? Können wir auch drin zocken? Nee. Können wir da rein? Nö. Mal sehen. Unfallursache. Der Verdächtige wollte überprüfen, wie weit er unfallfrei mit geschlossenen Augen fahren kann. Ist dann rückwärts durch die vordere Fensterfront in die Küche gebrettert und dort zum Stehen gekommen. Ja, läuft ja, ne? So, jetzt habe ich hier erstmal alles kaputt geprügelt. Hoffentlich bemerkt der Chief, wie schön ich die Haare heute habe. Dann hätte sich die Kahlrasur letzte Woche ja gelohnt. Die Kahlrasur letzte Woche? Okay. Na komm, hier kann man auch wieder ein Bild bauen. So, 2 von 4. Noch nichts rausbauen, ich hätte mit gerechnet. Doch, können wir. Echt jetzt? Ha, geil, gab einen goldenen Stein. Wie Porno. Ach, ich finde das Game, es ist so geil. So, jetzt müssen wir auch nochmal runtergehen. Möchte ich nämlich auch alle 4 Bilder finden. Einsatzbeschreibung, Keller. Wir gehen mal in den Keller. Uns fehlen jetzt ja noch 2 Bilder. Guck mal, da oben können wir lang. Warte mal. Können wir wohl hier wieder ausfressen? Oh, ein Stein. Da können wir nicht hoch. Hallo. Ich mache das schon seit Monaten, aber meine Arme werden nicht muskulöser. Wie kann das nur sein? Na, irgendwann ist das vorbei, ne? My friend. Das ist ja schlimmer als Sportunterricht in der Schule. Du bist bei der Bullerei, my friend. Können wir uns hier jetzt irgendwas umziehen hier? Oh, toll. Warum soll ich dann da reingehen in die Teile? Das verstehe ich noch nicht so wirklich. Klar,
Mr. Simons hat mich auch immer angebrüllt. Aber Chief Dundee hat gesagt, ich hätte fette Knöchel. Okay. Los, steigt euch mehr an! Was ist das? Können wir auch machen? Oh, was ist machen? Wie gemein! Ich will 110% Einsatz von euch sehen! Prozent, nicht Promille! Okay, bleibt vor der roten Markierung. Ja, das kriegen wir hin. Yay! Euer Fleiß kein Preis! Richtig! Genieß den Schmerz! Passendes Klischee hier einfügen! Also können wir nichts so Bilder bauen? Wahrscheinlich ist da noch einer drin, ne? Da kommen wir natürlich jetzt noch nicht rein. Und bin hier. Was ist das denn? Warte mal eben. Charakter verwenden, aber arbeiten. Cool! Das finde ich ja geil. Eigner A, Name Eigner, Eigner B, Polizist. Okay, und die fehlen uns noch. Uns fehlt noch ein Cowboy. Was ist denn das für einer? Es fehlt uns immer noch ein scheiß Bild. Das ist noch ein goldener Stein. Können wir die kaputt machen? Nee. Das, ich finde das echt geil. Das sind alles so Kleinigkeiten, die ich so ziemlich feiere. Hallo Ellie. Können wir hier bei ihr machen? Kleidung kannst du bei Ellie in der Ausgabe kaufen. Okay, und womit? Bearbeiter gesperrt, 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 gesperrt. Spezial. Null von Einwohner. Polizei. Warte mal, gucken wir da mal rein. Geht da raus und drücke dann A, um ihn zu kaufen. B, okay. Chase McCain. Chase verdeckt. A, um ihn zu kaufen. Achso. Butch Patterson. 100.000! Krass. Okay. Aber da oben, ich sehe da oben noch einen goldenen Stein. Warte mal, was haben wir denn hier? So, das ist diese Scheiße mit der Schlüsselkarte, ne? Ach ja. Gerade gesperrt. Kommen wir nicht rüber, ne? Nö. Aber, warte. Wo komme ich aber rüber? Und der nächste goldene Stein. Nach Lego City zurückkehren. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und ja, dann geht's in der nächsten Folge weiter und ich möchte da oben gerne hin. Und da gibt's goldene Steine. Wieso komme ich da oben nicht hin? Und von wem kriege ich denn diese blöde Karte? Hier ist auch noch ein Eingang. Ich habe keine Ahnung. Ja, diese Fähigkeit ist gesperrt. Gut, wir sehen uns dann nächste Folge wieder und ja, danke fürs Zuschauen. Und damit bis zum nächsten Mal. Bye bye und ja, auf Wiedersehen.